Offseason bei Phoenix Hagen. Offseason bei Aufs Phoenix Hagen und Offseason auch bei jemandem, der gerade unterm Baum liegt, mit Blick nicht aufs Meer, sondern auf den See. Ralf Hunnu ist gerade in der schönen Schweiz und genießt das Leben. Das tue ich, das tue ich. Aber der Genuss hat demnächst ein Ende, Junge, denn spätestens ab August wird gearbeitet, wenn du bei uns in Hagen bist. Es Schön, wird dass du jetzt am schon Start bist. gearbeitet. Ja, jetzt ist noch kein Kram mehr. Ab August geht's dann richtig los. Aber einfach, weil wir es auch bis August nicht mehr abwarten können, haben wir uns gedacht, ey, wir schalten uns mal kurz zusammen und lassen die Leute und vor allem die Fans da draußen wissen, okay, ey, was ist denn das eigentlich jetzt für einer, der da nach ein bisschen Tingeltangel durch Weißenfels, Ludwigsburg, Bonn-Röhrndorf, was haben wir vergessen, IBAM in München, dann jetzt den Weg nach Hagen gefunden hat. Und ich hatte das auf unserer Liste, die wir vorher hin und zurück geschickt haben, hatte ich das eigentlich als letzten Punkt, aber wir ziehen das einfach vor, so ein bisschen Freestyle-mäßig. Du warst zuletzt 2 Jahre beim MBC, warst da zwar auch mit einer Doppellizenz unterwegs, hast aber letztes Jahr 24 Spiele in der BBL gemacht, und gehst jetzt in Anführungsstrichen den Schritt zurück in die Pro A. Inwiefern ist dieser oder soll hoffentlich dieser eine Schritt zurück am Ende 2 Schritte nach vorne für dich sein? Ja, ich glaube, es wird halt ich glaube, es ist ein richtiger Schritt auch für mich, einfach einen Schritt zurückzugehen, um einfach zu zeigen, was ich kann in der zweiten Bundesliga in Hagen. Weil ich glaube, leider habe ich nie wirklich die Chancen in der BBL bekommen, die ich mir eigentlich erhofft habe. Aber am Ende des Tages ist das alles völlig egal und irrelevant, solange die Hauptsache für mich war der richtige Schritt. Ich habe mit dem Coach geredet von Hagen, ich habe mit dem GM geredet von Hagen und war mir dann direkt, glaube ich mal, nach dem zweiten, dritten Gespräch war ich mir richtig sicher, dass ich eigentlich nach Hagen gehe und dann halt wirklich den Schritt nach vorne machen will, wirklich spielen will, das Team auch weiterhelfen will und wirklich auch sagen will, dass wir vielleicht sogar nächste Saison aufsteigen. Genau, ja. Da haben die Jungs ja dieses Jahr schon dezent Druck aufgebaut, indem die alte Mannschaft relativ früh irgendwann gesagt hat, ja, natürlich wollen wir das Ding bis zum Ende durchspielen. Und Voll. na gut, es gab halt auch noch keine Hagener Mannschaft, die dann tatsächlich bis ins Halbfinale gekommen ist. Und naja, wer weiß, eine Verletzung hin und ein bisschen Quäntchen Glück her gegen Karlsruhe, wer weiß, wie das dann ausgegangen wäre. Aber wenn du sagst, du hast mit Coach Chris Harris gesprochen und auch mit Martin Schmidt, wie haben sie dir Phoenix verkauft? Was hat dich getriggert, wo du sagst, okay, Also ich das ist glaube, es? erstens, dass Coach Harris einfach so ein paar Stichpunkte über mich erzählt hat, meine Stärken und Schwächen über mich gesagt hat und wirklich versucht mir zu helfen, den nächsten Schritt natürlich zu gehen. Und dann war ich halt auch wirklich auch begeistert, so dass, also ich habe nicht wirklich viel von Hagen davor gewusst, muss ich ehrlich sagen. Aber dass halt Hagen so eine Basketballstadt ist und ich habe auch gehört, eure Fans sind total crazy, gehen da voll ab jedes Spiel und ich lieb sowas, ich lieb sowas, ich bin auch voll so ein Fan-Mensch, so der auch so gerne mit Fans dann interagiert und dann wirklich dann so für die Crowd dann lebt so und dann sie versucht dann auch anzuspornen, deswegen, also ich habe mir dann auch ein paar Spiele gesehen und auch die Fans von Hagen angesehen und dann war ich wirklich sehr impressed, also muss ich auch ehrlich sagen, war ich sehr, sehr begeistert. Deswegen, also da war wirklich nicht wirklich viel drum zu reden, warum ich dann nach Hagen kommen sollte. Ja. Lennart Bonner, mit dem du dann in Zukunft hoffentlich das ein oder andere Pick and Roll laufen wirst, sagte irgendwann mal, bevor er damals aus Düsseldorf hier rüberkam, sagte er, naja, dann spielst du in Hagen, ja, damals noch mit Düsseldorf, machst irgendwie eine gute Aktion, drehst dich zum Publikum und du hast irgendwie direkt 3000 Leute, die so in deinem Gesicht sind und dir das Gefühl geben, ey, sie wollen dir gleich an die Gurgel. Und dann sagst du, hä, der Gedanke, die jetzt auf meiner Seite zu haben, ist schon ziemlich sexy. Also von Ja, daher ist voll, tatsächlich voll. dieser Faktor Fans ist definitiv gegeben. Aber du hast gesagt, ey, Coach hat mit dir auch ganz offen über Stärken und Schwächen geredet.
mach mal ein bisschen die Schatulle auf. Also, worüber reden wir? Reden wir über Shooting, Ballhandling? Reden wir über, ey, keine Ahnung, der muss noch mehr Masse draufpacken? Worum also, meine Schwächen zum Beispiel sind gewesen in der Defensive, dass ich manchmal off-ball unaufmerksam war und jetzt zum Beispiel eine Halbzeit verkackt habe oder off-ball halt nicht die Rotation richtig gehabt habe. Das waren halt einer meiner Schwächen. Dann halt Ballhandling manchmal war ein bisschen off, wenn ich ein Pick-and-Roll gespielt habe. Aber ich glaube, aber von den Stärken zum Beispiel war ich sehr, sehr impressed, dass er das gesehen hat, dass ich wirklich meinen eigenen Wurf kreieren kann, dass ich wirklich werfen kann, dass ich auch für andere kreieren kann, dass ich nicht nur für mich selber spiele, sondern halt auch wirklich auch für, also ein Teamspieler, der wirklich ein Teamspieler bin, der wirklich auch für andere kreiert. Ich muss keine 10, 15, 20 Punkte machen. Ich kann auch gerne 10 Assists haben und dann 0 Punkte. Das reicht mir völlig aus. Und dass er das gesehen hat, fand ich super, super und toll, dass er auch offen drüber mit mir geredet hat. Ja. Wenn man sich so ein bisschen die Historie oder den Werdegang des Basketballers Ralf Onu anschaut, ist total lustig, habe ich immer wieder auch, ich meine, am Ende des Tages mittlerweile, ich meine, wir reden hier gerade 2024 miteinander, Basketball ist so dermaßen positionslos oder interchangeable geworden, ne? Aber bei dir findet man, und Logo, das verändert sich ja auch im Laufe der Zeit oder ne, gerade wenn man so als junger Spieler dann irgendwie so ins Erwachsenenalter reinwächst, man findet so teilweise, hey, manchmal hat er das Label Point Guard, manchmal Shooting Guard. Ich habe sogar irgendwo, habe ich dich mal als Small Forward gefunden. Also was fühlst du dich selber? Ich würde mich selber als Point Guard Shooting Guard fühlen, wirklich. Aber wirklich für mich ist eigentlich so von 1 bis 3. Ich kann sogar manchmal die 4 spielen, wenn ich muss. Weißt du, wenn ich einen Vierer verteidigen muss, dann spiele ich sogar die 4. Ist eigentlich wirklich komplett egal für mich, weil ich glaube, ich kann 1 bis 4 verteidigen vor allem. Ich bin da relativ schnell genug, ich bin da bissig genug. Ich habe da wirklich Hunger, den dann wirklich dann zu zerstören in der Defensiv und Offensiv. Wirklich dann halt, wenn ich meinen eigenen Shot, wenn ich scoren soll, score ich, dann spiele ich die 2, die 3, kann ich scoren, wenn ich für die anderen kreieren soll, dann werde ich halt kreieren, dann werde ich halt gute Pässe spielen und werde ich halt, glaube ich mal, die Court Vision haben, dann halt auch jeden zu involvieren. Mhm. Genau, ja. Ich finde es immer total spannend zu beobachten, wenn du so Typen hast, die extrem vielseitig sind und ne, wie du eben auch sagtest, ey, ich kann dir Scoring geben, ich kann dir Creation geben, ich kann dir Defense geben. Ne? Du hast so ganz viele Aspekte, die sich so quasi in deinem Werkzeugkoffer irgendwie vereinen. Ja. Und dann finde ich es immer total spannend zu sehen, wie so jemand damit umgeht und wann er welches Mittel auf dem Feld einsetzt. Wie machst du das oder wie findest du für dich selber raus, hey, okay, jetzt gerade braucht das Team irgendwie ein bisschen Scoring, jetzt nehme ich mich selber zurück und bin mehr der Playmaker oder hey, jetzt muss ich vielleicht auch einfach nur Decoy irgendwo in der Corner sein. Wie gehst du damit um? Wie findest du für dich raus, was braucht das Team in dem Moment von dir am meisten? Ich glaube, das ist einfach ein Gespür, das man hat dann im Spiel. Weil, also, weißt du, wenn du merkst, okay, hey, Ralf, also so ich jetzt zum Beispiel, Ralf von Uwe ist jetzt heiß. Er hat jetzt 2, 3 Shots hintereinander gemacht, so, okay. Dann Leute wissen auch so, okay, gib ihm den Ball. Er wird jetzt sein Ding machen, so, weißt du? Und, ich glaube auch so, vor allem so, ich kann relativ gut auch Defender lesen, so, und ich sehe auch in den Augen dann meistens so, okay, so, du hast jetzt Angst gerade so gegen mich. Dann weißt du, nach 2, 3 Mal, wenn ich schon gescored habe, weißt du, du hast jetzt Angst, weißt du, dein Trainer hat dich schon angeschrien und so. Du hast jetzt schon ein bisschen Angst, jetzt noch mal einen Korb zu kassieren, weil du weißt jetzt, wenn du noch einen Korb kassierst, bist du halt raus. Und dann halt mit dieser Angst spiele ich halt auch gerne, muss ich auch ehrlich sagen. Mit dieser Angst spiele ich gerne, weil ich die dann klein machen kann dann. Also, und ich glaube, also ich, wie gesagt, also ich habe ein Gespür, ich habe relativ gutes Gespür und dann halt, weißt du, wenn jemand anderes heiß läuft, dann nehme ich mich wirklich zurück. Wenn jemand anderes heiß läuft, dann sage ich, hey Ralf, so
ist nicht dein Tag heute, aber weißt du, so um das Team zu unterstützen, musst du halt die andere Dinge machen, musst du halt vielleicht rebounden, musst du halt Assist jetzt geben, so, weißt du, Basketball ist ja nicht nur über Scoring, weißt du, ganz viele denken so, okay, wer macht die meisten Punkte oder so, aber die ganz kleinen Details wie Assist geben oder Rebounds, die ganz wichtigen Rebounds holen, so, Box out, defensiv, so, das vergessen ganz viele so. Und ich bin einer, der hat auch gelernt, über die kleinen Details zu arbeiten, über die kleinen Details nachzudenken, weil die halt sehr, sehr wichtig auch in entscheidenden Spielen, in engen Spielen sind. Weil wenn du diese kleinen Details nicht hast, wenn du vor allem erstens diesen Ansporn, aber diese kleinen Details nicht machst, dann kann ein Basketballspiel ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Das siehst du auch in der Bundesliga. Wenn du in der Bundesliga bist, in der ersten Bundesliga, du machst die kleinen Details nicht richtig, du bist zwar ein gutes Team, aber du machst die Details nicht richtig, du verlierst vielleicht ein Spiel mit 40, 30 Punkten, weil du kleine Details einfach nicht richtig gemacht hast. Ja, stimmt. So geht das halt, ja. Ja. Wo kommt diese Competition-Geschichte bei dir her, dieses Wettbewerbsgehen? Ich glaube, ist das übers Training oder über die Coaches, mit denen du zusammengearbeitet hast, gekommen? Ich glaube, das ist so angeboren, so. Es ist angeboren bei mir, so. Ich war schon immer so jemand, so, okay, so. Es ist Competition, ist immer bei mir. Auch Familie, so. Von mir, ich bin ältester Sohn. Ich habe noch drei Geschwister. Und bei mir auch in der Familie ist immer so, also mit meinem kleinen Bruder halt zumindestens, der ist anderthalb, zwei Jahre jünger als ich. Und bei ihm war auch immer Competition. Es war immer so, okay, wer macht es am besten, wer kann besser beeindrucken und so, dies, das. Also so war immer da, war immer schon in meinem Herzen so. Und vor allem im Basketball, ich lieb Competition. Vor allem, wenn ich gegen bessere Gegner spiele, boah, das ist das Beste, was es gibt für mich, so gegen bessere Spieler zu spielen. Und dann erstens, ich muss nicht immer gewinnen, weil verlieren heißt ja auch lernen, weißt du? Und dann, wenn ich verliere, bedeutet das, okay, ich habe sehr, sehr viel aus diesen Situationen gelernt und weiß jetzt, okay, in welchen Situationen muss ich besser werden. Und das ist halt auch so ein Ding, so was, glaube ich mal, ganz viele Leute auch verstehen müssen, dass Verlieren gar nicht so schlimm ist. Also ich will immer gewinnen. Es gibt für mich gibt's keine Loser-Mentality. Ich will immer gewinnen. Ich will bis on top gehen, Championships gewinnen so. Und ich werde auch alles dafür tun. Aber so, wenn man verliert, lernt man auch gleichzeitig. Deswegen ja. Also diese Competition ist sehr, sehr tief bei mir im Herzen, sehr, sehr tief in meiner Mentalität verankert seit klein auf. Und dann hat sich das halt noch größer entwickelt halt über die Jahre, die ich halt beim Basketball gespielt habe und andere verschiedene Sportarten natürlich. Ja, zwei Dinge dazu. Es gibt ein schönes, ich glaube, das war im Rahmen von einem Interview oder von einem TED-Talk, irgendwie sowas von Roger Federer, der irgendwann mal sagte, naja, rückblickend auf seine Karriere, hat er dann irgendwie gesagt, ey, pass auf, ich habe 1600 irgendwas Spiele gespielt. So, von diesen 1600, wie auch immer, habe ich zwar ganz viele gewonnen, aber die Punkte, erspielte Punkte, habe ich nur, was waren es, knapp über 50% oder so. Hey, und wir reden da von dem, von einem der Größten, die jemals einen Tennisspiel in der Hand gehabt haben. Ne? Und er sagt, ey, pass auf, ich weiß, dass ich gut bin, aber auch ich habe am Ende des Tages nur knapp über die Hälfte aller meiner Ballwechsel gewonnen. So, das heißt, dieses ab und zu mal einkassieren, ab und zu mal hinfallen, wieder aufstehen müssen, das gehört dazu. Und wenn du und das brauchst du. Und eine andere Geschichte, die mir da einfällt, ist Jorman Polas Bartolo, der auch jetzt seit vielen Jahren spielt. Der sagte mir immer, hey, wenn du halt so dieses Label als Verteidiger oder als guter Verteidiger hast, dann musst du dir bewusst sein, dass du immer wieder auch geschlagen wirst. Wenn du gegen so einen Typen wie er hatte so eine kleine Privatfehde über mehrere Jahre mit Ricky Paulding, wo er sagte, du spielst gegen einen der besten Offensivspieler, die jemals in dieser Liga unterwegs waren. Ey, natürlich, aber du willst dem Typen zeigen, pass auf, ich bin da, ich kann dich irgendwie limitieren, aber du wirst dir auch immer wieder den einen oder anderen Korb fangen, das gehört vollkommen dazu, aber dafür musst du halt ready sein und dann machst du trotzdem weiter. So, darum geht's ja. Genau, das muss man halt akzeptieren, vor allem als Defender, weil ich habe auch in der Bundesliga gegen richtig, richtig gute Spieler gespielt.
Carson Edwards, Dwayne Russell, so diese ganzen Point Guards, weißt du? Und die sind viel besser als ich. Die sind viel, viel besser als ich. Aber weißt du, einfach diesen Stolz dann zu haben und zu sagen, so, ich bin da, wie du gesagt hast, wie Joman auch gesagt hat, ich bin da, ich würde dir zeigen, ich werde dir jetzt den Tag zur Hölle machen, so, weißt du? Auch wenn du vielleicht so deine 13, 15, 20 Punkte machen wirst, ich werde da sein, ich werde ein Hund sein, an Ketten gelegt, werde dir den Tag zur Hölle machen. Und das ist ein sehr, sehr guter Spruch, den Joman da auf jeden Fall gesagt hat. Du kannst jeden Spieler aufhalten, zumindest dich zu 100% aufhalten, aber du kannst ihn zumindest so limitieren, dass er halt wirklich den schlechtesten Tag hat, oder den schlechtesten Scoring-Tag oder den schlechtesten Assist-Tag hat, den es gibt, so, weißt du? Ja. Deswegen, ja. Du kannst einen Typen wie Ricky Paul, den kannst du nur bedingt daran hindern, 20 Punkte zu machen. Ja, du kannst dafür sorgen, dass er seine 20 Punkte nicht, keine Ahnung, durch 8 von 14 macht, sondern 8 von 24, meinetwegen. Exactly, sowas. Exactly. Das sind ja wieder Dinge. Hattest du diese Einstellung auch schon, um jetzt zeitlich ein bisschen zurückzuspringen, 2020, als du mit Lubu beim ANGT dabei warst? Ich meine, wir reden jetzt noch von einem Ralf Onu, der zu dem Zeitpunkt noch sehr jung ist. Da warst du, glaube ich, gerade 18 geworden, so um den Dreh, das müsste so um deinen Geburtstag rum gewesen sein. Und wo ihr mit Lubu, da warst du ja damals als Gastspieler mit dabei, beim ANGT in München dabei wart. Und dann spielst du halt auf einmal gegen diese, ich glaube, Prometheus. Du spielst gegen Real, du spielst gegen dann auch noch, ne, Alba und München habt ihr auch noch gespielt. Aber dann hast du es auf einmal mit so Typen wie, mit einem Juan Nunez zu tun, der jetzt gedraftet worden ist. Du hast es mit dem Matteo Spagnolo zu tun, der jetzt mit Alba Euroleague gespielt hat. Wie schwer ist das, vor allem in dem jungen Alter, schon trotzdem diese Mentalität an den Tag zu bringen? Ich glaube, in dem jungen Alter ist es halt noch sehr, sehr schwer. Weil ich muss auch ehrlich sagen, ich war früher auch ein relativ frustrierter Mensch. Wenn irgendwas nicht geklappt hat, war ich immer relativ sehr, sehr schnell frustriert. Aber ich glaube auch so bei dem, vor allem bei den ANGT, ich glaube ANGT war so dieser Step, den ich gemacht habe als Basketballer und als Mensch, nach vorne, wo ich gesagt habe, egal was ist, ich habe einfach gespielt. Ich bin da hingegangen ohne wirklich Expectation. Ich habe auch gedacht, ich bin jetzt Gastspieler, ich würde vielleicht nicht so viel spielen. Am Ende habe ich doch relativ mehr gespielt, als ich gedacht habe, und habe dann halt auch wirklich dann gezeigt, at the end of the day, it doesn't matter, so, weißt du, ich meine, so, ob der mir jetzt einen Cross gegeben hat, ob der mir einen Ankle Breaker, ob der jetzt über mich gescored hat, oder weißt du, ich meine, so, am Ende des Tages, it doesn't matter, weißt du, du spielst Basketball, weil du diesen Sport liebst, und ich habe da einfach gezockt, so, ich hatte einfach Spaß gehabt, ich hatte Spaß gehabt, gegen Younes zu spielen, ich hatte Spaß gegen Matteo, ich hatte Spaß gegen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber er spielt jetzt auch bei Panathinaikos und so. Ich hatte Spaß, gegen diese Spieler zu spielen, weil, wie gesagt, auch diese Competition, dieses in mir so, diese Mentalität zu sagen, so, hey, ich spiele jetzt gerade gegen die Besten in meinem Alter, so, ist das Beste, was ich gerade kriegen kann. So, und dann wirklich, also ich glaube, das war auch richtig, richtig gutes Turnier. Wenn man vielleicht meine Stats sieht von damals, ich hatte ja irgendwas mit 15 Punkten. 15, 4 und 2 plus 1 Steal im Schnitt. Pi mal 20, 21, 22. Genau. Also es war wirklich, das war auch so ein Breakthrough-Step für mich, so wirklich auch nochmal zu zeigen, so auch so nochmal Deutschland zu zeigen, so hey, so Ralf Onu ist wirklich mit einer der besten in dem Jahrgang, so, ne? Also, genau. Weil du gerade so schön sagtest, so, es macht so viel Spaß, gegen die Besten der Besten in diesem Jahrgang, ne, und in dieser Altersklasse zu spielen. Mhm. Wie viel Spaß hat es gemacht, mit einem der Besten in diesem Jahrgang zu spielen? Wir reden von jemandem, der jetzt gerade vor ein paar Tagen an 58. Stelle der Draft nach New York gegangen ist. Es war Wahnsinn auf jeden Fall. Leider hat er sich ja verletzt im zweiten oder dritten Spiel.
Aber es war kompletter Wahnsinn. Also jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich Ariel über alles liebe. Und er ist wirklich ein guter Freund für mich. Und wirklich dann halt schon, auch damals, wir haben ja schon Nationalmannschaftscamps und so alles davor gemacht und so. Und wir waren immer in Kontakt. Und dann halt mit ihm zusammenzuspielen, halt auch mit Tyrese Blunt und so und den anderen Jungs von Ludwigsburg, die haben mich direkt auch reingeholt, die Jungs, die haben mir direkt Family-Vibes gegeben. Ja. Und mit den Jungs dann zu spielen und dann Spaß zu haben, so, weiß man, auch so richtige Underdogs, weiß man, die halt auch richtig hasseln, so, weiß man, so auch richtige, weiß man, so auch hasseln für jeden Punkt und so Dogs sind halt, weiß man, so richtig engagiert sind in der Defense, in der Offense, war Wahnsinn, war einfach ein geiles Gefühl, war ein richtig geiles Gefühl, dann mit Ariel dann halt diese Alley-Oop zu haben, so, diese Pässe, das war einfach, weißt du, Basketballspiel war auf einmal einfach mit ihm, weißt du, dann spielst du Pick-and-Roll, hast du Ariel dann easy im Pick-and-Roll oder hast du Ariel im Poster, weißt du, man cuttest du einfach, er macht sein Ding so, er sieht dich dann in der anderen Seite, gibt dir dann Corner-Pass oder so, das war, also war wirklich ein sehr, 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 sehr gute Experience mit ihm. Allgemein mit Ludwigsburg-Team. War sehr, sehr super Experience. Ich weiß, das ist so als kleine Randgeschichte. Ich habe Ariel das erste Mal spielen sehen. Da war der noch in der JBBL. Mhm. Da waren die mit Ludwigsburg irgendwo in NRW zu Gast auch. Haben so irgendwo gespielt. Und das war gegen ein Team, die hatten auch ein paar richtig große, schwere Jungs. Ne? Ja, ja. Da hatte ich schon so, ey, fuck, was für große Kinder für U16. So, und kommt auf einmal Ariel so aus der Umkleide und denkst du so, okay, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Das war echt ein Augenöffner. Schon abgefahren. Und schön zu sehen, wie der Kerl dann seinen Weg gemacht hat. Ja, voll. Congratulations to him. Mega, mega gut. Freut mich total. Und einer, der sich auch darüber gefreut hat und den wir dieses Jahr wiedersehen werden, was auch wieder sehr schön ist, weil du ihn wiedersehen wirst, denn du hast auch unter ihm gespielt, ist Coach David McCray, der jetzt in Kreuzheim ist als Head Coach. Ja, du bist ja dann nach dem ING im Sommer, bist du ja dann für ein Jahr nach Ludwigsburg gegangen, hast unter Dave dann unter anderem Regio und auch NBBL gespielt. Was hat er dir nochmal, vor allem zu dem Zeitpunkt war er ja relativ frisch gerade erst, ne, aus seiner aktiven Karriere raus. Was hat er dir in dem ein Jahr irgendwie mit auf den Weg gegeben? Wie hat er mit dir gearbeitet, wovon du heute sagen würdest, ey, da profitiere ich heute noch von? Also ich würde einfach sagen, ich muss mich erstmal bedanken für David McCray, weil David McCray ist Familie für mich. Er hat mir so in so vielen Sachen geholfen, vor allem auch so in dem Corona-Jahr, wo ich wirklich wo viele nicht wirklich spielen konnten, so, und auch viele auch frustriert waren, dass sie nicht spielen konnten. Und ich war auch einer davon, so. Und da bin ich ihnen halt wirklich dankbar für die ganzen Talks, für die ganzen Trainingseinheiten, die wir gemacht haben. Also wir waren ja wirklich jeden Früh in der Rundspurthalle, haben da Individual Work gemacht mit den Jungs und sind da wirklich besser geworden, so, ne? Wir haben, also durch ihn, ich glaube, ich habe durch ihn nochmal einen Step Up mit meinem Wurf gehabt. Also da haben da ja, sind in der Rundspurthalle frühs, haben da 500 Wurf gemacht dann irgendwie, und dann hatten wir abends dann noch MBBL Training mit den anderen Jungs und auch die Competition, auch höchstes Level wirklich, ich sag dir ehrlich, da können manche BBL Spieler oder Pro A Spieler nicht mal mithalten, so, also war wirklich top notch over there, so, und einfach nur von seiner Art, so, von seiner Gelassenheit habe ich so viel gelernt, so, dass er von seiner Spielweise, wie er Pick and Roll spielt, wie er einfach ruhig in manchen Situationen gewesen ist. Wir haben auch ein paar alte Spiele einfach so, ich war bei ihm zu Hause, wir haben ein paar alte Spiele von ihm angeschaut, so mit sogar anderen Jungs, mit Tyrese Blunt zum Beispiel auch, der jetzt auch nach Kreuzheim gegangen ist, mit Dejan Bruce, der bei Paderborn jetzt gespielt hat. Genau, und so, da haben wir einfach so, das war halt dann halt wirklich Family dann am Ende, so in der Corona-Zeit, wo man dann wirklich dann zusammen war, auch so im Internat und so. Und ja, also David McCray ist
Es ist einer der besten Menschen, die es in der Bundesliga, die es in der BBL, die es in Deutschland gibt. Coaching-wise und menschlich. Und ich kann es einfach wirklich nur jedem empfehlen. Also wirklich David McRae ist und wird immer für immer in meinem Herzen bleiben. Deswegen, ja. Auf Dave lasse ich auch nichts kommen. Keine Chance. Hat er euch das Spiel gezeigt, wo er sein Career High hatte? Ja, natürlich. Aber lass dich davon nicht täuschen. Er ist kein guter Werfer. Wir sind uns einig. Dave war zu seinen aktiven Zeiten. War ein bisschen streaky, aber er war kein guter Werfer. Ja, das stimmt. Das war ein bisschen streaky, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann auch wirklich nichts sagen, weil jedes Mal, wenn ich Wurfspiele mit David McRae gemacht habe, ich habe immer verloren. Ich habe vielleicht ein Wurfspiel gegen ihn gewonnen, aber er hat mich jedes Mal komplett fertig gemacht. Er ist halt auch ein Competitor, was soll ich da sagen. Aber die wertvollste Lektion oder das, was mir von David am meisten in Erinnerung geblieben ist, der hat mir mal einen unfassbar guten Tipp mit auf den Weg gegeben. Er sagte mir, ey, der beste Platz auf der Bank ist direkt neben dem Co-Trainer. Egal für welches Team er immer gespielt hat. Und das hat er damals aus, ich meine, Karlsruher Zeiten noch mitgenommen, beziehungsweise dann auch später in Ludwigsburg, sagt er, immer ganz vorne am Ende der Bank, direkt neben dem Co-Trainer, wo er dann auch lange Jahre neben Tyron McCoy gesessen hat, sagt er, ey, da kriegst du so viel mit davon, selbst wenn du dann mit deinem Arsch 30 Minuten auf der Bank sitzt, du lernst jede Sekunde, weil du alles mitbekommst, was die Coaches bereden, alles, was der Assistant Coach sich an Notizen macht und so weiter. Deswegen, alle jungen Spieler, wenn ihr was lernen wollt, guckt, dass ihr euch vorne den ersten Spot auf der Bank sichert. Ja. Und das Schöne ist, wie gesagt, wir sehen ihn ja jetzt mit Kreuzheim wieder. Genau. Und nach Lubu, um die Geschichte zu komplettieren, bist du ja dann ins Rheinland gegangen, nach Bonn bzw. Rundorf. Ja. Und hast auch da mit einem jungen Coach zu tun gehabt, mit Julius Thomas, der jetzt letztes Jahr dann mit der halben, fast eher ganzen Ex-Bonner Mannschaft nach Paris gegangen ist, um da mal eben den Eurocup auseinanderzuschrauben. Julius ist ja so einer der, es ist halt so die junge Generation Coaches, die auch Basketball einfach anders denken. Mhm. Was hat das mit deinem Blick aufs Spiel gemacht, dieses eine Jahr mit ihm zusammen in Rundorf? Also Julius hat mir auch sehr, sehr weitergeholfen auf jeden Fall in den Jahr. Leider war ich das halbe Jahr fast, war ich verletzt in Bonn und in Rundorf und konnte leider nicht so viele Spiele spielen am Ende. Aber dadurch, dass ich mit Julius immer zum Training gefahren bin, habe ich auch so viel von ihm gelernt. Er war wirklich, er war im Basketball fast Fanatiker. So. Vor dem Training hat er sich komplett alle Videos angeschaut. EuroLeague bis Eurocup bis Pro A bis BBL und hat er uns versucht, uns ein paar Dinge rauszuschneiden, ein paar Workouts zu machen. Und vor allem auch so seine Wurftrainingseinheiten waren auch immer spitze so. Er hat wirklich das Beste immer aus ihnen rausgeholt, so vor allem mit dem Wurf. Und ja, also so allgemein, so Julius ist ein sehr, sehr engagierter und guter Coach. Leider mit unserer jungen Mannschaft waren auch sehr viele, die auch ein bisschen sehr selfish waren und für sich selber gespielt haben, was aber auch, glaube ich mal, normal ist in einer jungen Mannschaft, wo sich jeder ein bisschen zeigen will. Ich war auch, muss ich auch ehrlich sagen, in der Mannschaft war ich auch sehr selfish. Wo ich dann gespielt habe, war ich dann auch ab und zu mal sehr selfish und habe dann ein bisschen für mich selber gespielt, um dann zu beweisen, so okay, hey, so ich kann noch spielen nach der Verletzung so. Aber nee, also Julius hat auch all meinen Respekt verdient und ich bin auf jeden Fall auch sehr dankbar für die Lessons, die er mir gegeben hat. Vor allem so diese ganze Scouting und Video anschauen, wie du richtig Video anschaust, Situation, genau. Ja. Weil also so, ich glaube, so Scouting-mäßig und so Recherchen von Teams und so und wie du dich am besten für Spiele vorbereitest, war er auch, glaube ich mal, einer der Besten, die es gemacht hat, so in Deutschland. Ja,
Und der ist ja auch noch halbwegs jung. Ich weiß, das hört er nicht so Ja, gerne, aber ja. es ist ja nun mal so tatsächlich. Ja, Ist ja, ja. auch noch ganz viel Basketball zu coachen, von daher. Ja, genau. Und einer, der noch ganz viel Basketball spielen will, ist eben der Kerl, der jetzt gerade in Lausanne unterm Baum liegt. Und das dann ab August, spätestens ab Ende September, wenn die Saison losgeht, dann hier in Hagen tun wird. Richtig los geht's am 14. 15.9. mit dem Pokal. Ja. Wie sieht's aus? Ein kleines Los gegen den MBC oder hast du irgendwen anders, der dir Ey, lieber wäre? wenn MBC da ist, dann ich würde mich noch umso mehr freuen, dann wäre die Begeisterung noch mehr, ne? Ich habe auf jeden Fall Bock, gegen den MBC zu spielen, aber ja, es ist einfach, ich glaube, einfach Pokal allgemein zu spielen, auch mit der Pro-A-Mannschaft, mit dem Team, das wir, glaube ich, mal jetzt zusammentrommeln werden, wird es einfach geil sein. Einfach, ich hoffe, wir werden das erste Spiel gewinnen und dann relativ weit kommen so. Genau. Ja, also ich bin heiß, ich bin heiß, ich hab Bock auf jeden Fall. Nice. Und wir haben Bock auf dich, Ralf. Ja. Vielen lieben Dank für den Kein Plausch und Problem. dann sehen wir uns spätestens im August in Hagen. Vielen Dank. Ja, sehr cool. Dankeschön für den Talk. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, nach Hagen zu kommen. Und ja, war nice.